Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wa mit unserem geliebten Onkel Ammu Ahmed Al-Khalifa. Assalamu alaikum, Ammu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ammu Khalifa, dein Beruf wäre Landmaschineningenieur. Landmaschinenbauingenieur, ja. Landmaschinenbauingenieur. Aber deine Berufung ist die Da'wa. Wie wurde deine Berufung zum Beruf? Das war einfach. Jetzt auch als Student in der Universität in Alexandria habe ich angefangen mit der Da'wa. Es ist nicht jetzt mal erst in München passiert, sondern auch in Alexandria habe ich mit der Da'wa angefangen. Mit kleinen Treffen mit den Studenten, mit den Gebeten in der Universität. Man hört das als eine Selbstverständlichkeit in einem islamischen Land wie in Ägypten. Aber das war nicht so in der Zeit von dem Nasser-Regime und mit dem Kommunismus in Ägypten. Das war nicht einfach. Wir als Studenten, die gebetet haben, die sich islamischen Lebens gewünscht haben, hatten Probleme gehabt in der Universität. Und ich musste ein sehr guter Student sein, damit diese Rezessionen bei mir keine Spuren hinterlassen. Das heißt, du sollst dreifach so gut sein, damit du in Sicherheit bist mit deiner Religion und deine Religion verteidigst. Das war auf jeden Fall meine Masche, wie ich meine Religion verteidige. Ich muss sehr gut sein im Studium. Dann gab es keine Kritik. Das hat auch bei mir jetzt mal Probleme hinterlassen momentan, dass ich nicht verstehe, wenn jemand als Moslem, als Person, die in der islamischen Arbeit und islamische Dawa tätig ist, dass er sagt, ich habe Probleme in der Familie, ich habe Probleme mit meinem Studium. Das kann ich nicht verstehen. Das hat mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun. Ich sollte da und dort jetzt mal gut sein. Als Dozent in der Universität habe ich auch die Da'wa schon weiter geübt, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir hatten jetzt mal wöchentlich ein oder zwei Treffen mit den Studenten. In den Moscheen habe ich auch in dem Sozial mich engagiert, Nachhilfeunterrichte für Mathematik, für Physik in der Moschee, für die Studenten und für die Schüler. Diese Vielfalt von Da'wa-Formen hat mich schon geprägt lebenslang. Komme ich nach Stuttgart, habe ich auch das weitergetan, Alhamdulillah. Wir haben die Moschee gegründet, ob das im Goethe-Institut in Freiburg oder die Moschee in der Universität in Stuttgart dort und mit dem Freitags-Hotba, mit den wöchentlichen Sitzungen mit den Studenten, den Kontakt mit der Behörde und mit den Ämtern in der Universität. Das war meine Dauerarbeit danach. Und dann bin ich im Islamischen Zentrum München, habe ich einen Beruf, einen Job im Zentrum als Direktor des Zentrums, als Stellvertreter für den Vorstand in den Angelegenheiten, was mit der Stadt, mit dem Staat zu tun, für islamischen Kindergarten, für islamische Schule, für die anderen Moscheen in Deutschland, ob das in Nürnberg, Erlangen, Stuttgart, Frankfurt, Saarbrücken und so weiter. Da habe ich gesehen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ich kann für den Islam etwas tun und gleichzeitig habe ich meinen Job bekommen. Ich habe immer mich gesehnt als Dozent für Landmaschinenbau, jetzt mal nochmal wieder das zu tun, aber ich habe es gespürt auch, dass mein Studium ist nicht vorbeigegangen und es ist nicht verloren gegangen, während der Dauerarbeit. Mhm. Ich habe viele Elemente von meinem Studium, von Landmaschinenbau, übernommen in der Dauerarbeit. Mit der Methodik zum Beispiel, mit den Erklärungsart und Weise, wie mein Professor in der Universität seine Vorlesungen vorbereitet hatte und war als Dozent, habe ich ihm dabei geholfen für die Vorbereitung und wie kann ich auch meine Vorträge für den islamischen Themen auch vorbereiten, habe ich auch das von ihm gelernt, bin ich ihm sehr dankbar, obwohl das war nicht sein Ziel, aber es war mein Profit, habe ich von ihm profitiert, sehr vieles. Aber das Sehen, dass ich irgendwann
im Bereich von Maschinenbau jetzt mal das tue, war immer noch da. Ich dachte, ich bleibe noch 2-3 Jahre, bis die Islamische Gemeinschaft den Nachfolger als Direktor des Islamzentrums München findet. Und alle, die vorgeschlagen wurden, haben sich entschuldigt. Einer nach dem anderen. Zur nächsten Periode sozusagen, zur nächsten Amts- oder Wahlperiode, man war immer noch im Gespräch. Ich dachte, ich bleibe 6 Monate bis 1 Jahr, 2 Jahre, ich weiß nicht, bis der Dr. Zahrul Najjar jetzt mal entscheidet oder die anderen entscheiden, dass die kommen und wann die kommen. Dann kann ich jetzt mal den Platz verlassen und zurück nach Ägypten in der Universität. Aber da haben alle gesagt, die Arbeit ist viel vielfältig, ist viel zu hart, braucht Fähigkeiten, die wir nicht haben. Diese ganz einfache Antwort von denen hat bestätigt, du bist berufen dafür. Bleib da, bis jemand kommt. Und ich bin nicht der Mensch, der flieht vor Verantwortungen und vor Herausforderungen. Du hast dich auch der Verantwortung gestellt. Habe ich mich gestellt. Du wusstest aber, dass es anfänglich eine temporäre Aufgabe, vorübergehende Aufgabe war. Das heißt, du wolltest natürlich dafür sorgen, dass, wenn dein Nachfolger kommt, er was vorfindet, worauf er aufbauen kann und fortsetzen kann. Was war dein Ziel? Wohin wolltest du die islamische Arbeit und das islamische Zentrum bis zur Übergabe bringen? Was wolltest du konkret erreichen? Ich wollte, dass das islamische Zentrum München nicht nur als eine Institution, wo die Muslime kommen, beten, nach Hause gehen, sondern dass die in der Öffentlichkeit bekannt werden. Dass die Stellen, die über den Islam, über das Leben der Muslime entscheiden, ob das die Parlamente, ob das die Ministerien, ob das die Regierungen sind, dass die von der Quelle des Islams oder der muslimischen Leben Informationen bekommen. Das heißt, wir sollen dort sein. Wir sollen dort erscheinen. Und ich habe mich beteiligt bei fast allen Konferenzen, Tagungen und Ereignisse, die in der Stadt München und in Bayern passierten, damit man sieht, in der ersten Reihe, die Muslime sind da. Die Muslime sind präsent. Die Muslime sind präsent. Und wenn eine Frage da kommt, dann gibt es einen Moslem, der auf die Frage beantwortet. Und wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, dann kommt noch eine Meinung von der Muslime dazu. Dann kann man jetzt mal noch gerechter entscheiden bei diesen Entscheidungen. Ob das Wahlveranstaltungen sind, Bundestagsveranstaltungen von der Partei A oder B, ob das Landtagsveranstaltungen da sind, wo in der Regel, man sammelt keine Meinung, man möchte nur eine Propaganda machen, aber manchmal macht man bei dieser Propaganda auf Kosten von den Schwächeren in der Gesellschaft. Mhm. Ob die Schwächeren die ärmer sind, die eine Hilfe des Landes brauchen, oder sind die Asylanten oder die Flüchtlinge oder die Ausländer oder die Muslime? Und manchmal profilieren sich ein Teil von den Politikern auf Kosten von diesem Schwächeren. Ich wollte immer zeigen, dass diese Schwächeren da sind und die sind nicht schwach. Die Schwächeren eine Stimme haben. Ja, die sind da und die können sich jetzt mal zeigen und vorzeigen. Die verstecken sich nicht und dass sie andere Rechte haben und andere Sicht der Dinge haben. Und Alhamdulillah haben wir Erfolg gehabt, dass diese Leute am Schluss es gesehen haben, die Anwesenheit der Muslime hat denen auch einen Profit gebracht. Dann haben sie uns jetzt mal eingeladen zu ihrer Veranstaltung. Das heißt, Ahmad Khalifa, der damals, als er noch in Freiburg ankam, sich die ersten Wochen bzw. Monate in seinem Zimmer in Freiburg eingesperrt hatte, weil er Angst vor Kontakt hatte, machte dann wenige Jahre später die Öffentlichkeit und die Dialogarbeit zu seiner Priorität. Mit wem kamt ihr dort in Kontakt? Gab es da Namen? Ich möchte nur sagen, es war notwendig, diese Phase von Freiburg. Ja, das war für mich wichtig. Weil ich habe es gespürt, wie schlimm es ist, wenn man nur mit Vorurteilen lebt. Ja. Ja, und ich wollte das ersparen für die gesamte Gesellschaft und für die Muslime, die später kommen. Und dann war die Öffentlichkeitsarbeit eine Antwort auf diese Isolierung von den ersten 6 Monaten in Freiburg. Das heißt, die ersten 6 Monate in Freiburg haben dich erst begreifen lassen, wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit ist. Weil du das Gegenteil erlebt hast. Richtig.
Ja, das stimmt. Und wir sehen das, ich sehe das jetzt noch bis heute. Es gibt kein Treffen, keine Konferenz, sei es der Muslimrat, sei es die Stadt, sei es der Rat der Gelehrten, egal wo. Und du bist Alhamdulillah an vorderster Front und es liegt dir sehr daran, das Präsenz zu zeigen. Und dass man zeigt, einerseits für die Muslime, wir sind vertreten, andererseits aber auch der Gegenseite zeigt, es gibt einen Ansprechpartner, wir sind da. Dort zu Beginn, Mitte der 80er Jahre, mit wem kamt ihr dann in Kontakt? Wer hat euch eingeladen? Der Oberbürgermeister der Stadt München. Damals war das der Kronawitter. Kronawitter, ja. Später der Ude. Mhm. Der alte Ministerpräsident Bayern, der Franz Josef Strauß und seine Nachfolger. Ob das in der Staatskanzlei oder im Jahrestreffen in einem Zelt, unter einem Zelt, waren wir schon dabei präsent. Bei den kirchlichen Veranstaltungen waren wir auch auf jeden Fall dabei. Die Parteien, Ortsgruppen, ob das München-Gruppe, haben auch jedes Mal eine Jahresveranstaltung oder Empfang am Anfang des Jahres. Ob das die CDU, CSU oder die SPD, wir wurden von beiden Seiten jedes Mal eingeladen, waren immer dabei. Die Universität in München war auch eine Phase, wo die gerne bei Geschichte, bei Politik, bei Erziehung, Wissenschaften, dass sie einen muslimischen Partner gesucht haben. Und die hatten das Islamische Zentrum München als eine Adresse gefunden und waren immer dabei für Vorlesungen, ob die uns besucht haben in der Moschee oder in Kettenvorlesungen, waren wir auch bei denen dort. Die Münchner Volkshochschule zum Beispiel, wir waren ständig in der Moschee. Und es hat sich auch verbreitet durch die Münchner Volkshochschule zu dem München Land in Garching, zu München Unterschleißheim Volkshochschule, zur Volkshochschule von Erding, von Freising. Die kamen in der Moschee oder haben uns bei denen eingeladen, bis nach Passau Volkshochschule. Das war auch der Kontakt dabei. Dann plötzlich war die Interesse bei der Lehrerfortbildungsakademien. Mhm. Ob das in Bayern oder in Baden-Württemberg. Ging es um Religionsunterricht oder um was? Es ging um Religionsunterricht. Es ging mit dem Umgang mit den muslimischen Schülern, und, die dort sind, und Umgang mit den Eltern, wenn es um Schullandheimbesuche oder Schwimmunterrichte oder Sexualkunde, all diese Fragen haben die Lehrer beschäftigt. Und die wollten jetzt mal einen Kontakt mit den Muslimen haben. Und wenn dein Name auf der Referentenliste steht bei Religionsgemeinschaft, Religionsunterricht, dann wird es anders gehen, jetzt mal auch jetzt mal beim Sozialkunde einmal, mhm, oder beim Sexualunterricht, okay, einmal. Das auf jeden Fall, der Name steht, und dann haben wir auch Angebote bekommen, ob wir auch Arabisch unterrichten können für den Gymnasien am Nachmittag zum Beispiel für freiwilligen Schüler, die auch vielleicht eine Fremdsprache lernen möchten. Dann war auch die Frage, ob wir bereit sind, auch Arabisch Unterricht zu geben. Das heißt, ich höre einerseits Passau, das war nicht mehr nur München, das war München und Umfeld, irgendwann mal auch die Städte in Bayern wie Passau etc. Irgendwann mal ging es so weit, bis nach Baden-Württemberg. Das heißt, all diese Städte, zusätzlich darüber hinaus noch all diese unterschiedlichen Bereiche. Also Sexualkunde ist ja auch irgendwo ein Bereich, der nichts direkt mit Geschichte zu tun hat oder mit der arabischen Sprache. Das heißt, das waren mehrere Bereiche, mehrere Spezialisierungen an mehreren Orten. Und das Islamische Zentrum war dafür zuständig, und mit dem Islamischen Zentrum meinten wir damals dich. Das heißt, du warst Referent für Sexualkunde, du warst Referent für Geschichte, du warst Referent vielleicht auch für die arabische Sprache, Referent für eine Einführung in Islam, und musstest dementsprechend viel reisen. Und die Reise verlässt dich nicht. Aber das war alles genau zu der Zeit, als du gerade erst Vater wurdest und deinen ersten Sohn, dein erstes Kind auf die Welt kam. Wie hast du das unter einen Hut gebracht?
Student zu sein, Direktor, nicht Angestellter unbedingt, aber Direktor des Islamischen Zentrums und Vater zu sein. Das erfahren wir inshallah in der nächsten Folge von Dardasha, mein Leben in der Dawa mit unserem geliebten Onkel Amu Ahmad al-Khalifa. Seid dabei, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.